Hallo, ich begrüße euch, die schlechteste Vloggerin der Welt. Ich habe noch zwei Reisevlogs, die ich immer noch nicht hochgeladen habe. Und das werde ich jetzt nachholen. So, wir haben jetzt unser Auto beim Mac Parking abgestellt. Ich habe mir eine Rittersport gegönnt. Weiße Joghurtmus. Ich mag Joghurt. Schokolade. Genau, das esse ich jetzt. Und dann werden wir zum Flughafen gefahren. Mit diesem Shuttle hier. Voll die coole Idee eigentlich, so in der Nähe vom Flughafen zu parken. Dann wird man da hingefahren und so. Gute Idee. Könnte ich auch selber sein. Ich hätte auch selber auf die Idee kommen können. Das wäre so cool. So, es ist 1 Uhr nachts. Ja, und wir sind jetzt gerade in Istanbul zwischengelandet. Das ist jetzt sehr spät. Ich habe das Gefühl, mein Gesicht juckt. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig lange Schminke drauf habt? Ihr müsst einfach das Schminke komplett runternehmen. Genauso fühle ich mich gerade. Deswegen komme ich mir jetzt abschminken. Wir sind endlich in... Oh, warum ist es so nah dran? Egal, wir sind auf jeden Fall endlich im Apartment. Ich liege hier, ich habe gerade geduscht und das Wasser war super mega kalt. Wir gehen gleich was essen. Wir haben so Hunger. Ich sterbe gleich. Aber davor muss ich mich noch einsprühen. Ich habe gestern bei DM, was geholt. Und zwar habe ich von Garnier dieses UV Sport. Dieses Sonnenschutzspray 50 geholt. Und ich liebe Sonnenschutzcremes und Spray. Ich hasse es. Alles andere finde ich überhaupt nicht schön. Und das ist so schön leicht. Da spürt man gar nichts auf der Haut. Kennt ihr das, wenn es so richtig so schmierig und cremig ist? Das Gefühl kann ich gar nicht leiden. Unsere Airbnb-Hostin hat gesagt, wir sollen hier hinkommen und die Aussicht ist so toll. Schaut mal, es ist so süß. Marshmallow, Fluffy and Puffy, never say stuffy. Wow, lecker. Wir müssen uns gerade nämlich ein paar Snacks holen. Und Wasser auf jeden Fall ist mega wichtig. Aber sonst wollen wir eigentlich die meiste Zeit essen gehen, weil hier in Kapstadt gibt es das beste Essen ever. Direkt vor unserem Haus ist das Gebirge. Oder doch, das ist der Tafelberg. Sieht so cool aus. Da gehen wir nachher hin. Jetzt müssen wir erstmal frühstücken, weil ich habe so Hunger. Warum bin ich so dunkel? Mach mich hell. Ich habe Hunger, 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 habe Hunger, Hunger, Hunger. So, ich habe mir jetzt im Wiener Café so ein Birchermüsli geholt mit Apple Crumble. Mal schauen, ob das schmeckt. Ich habe so Hunger. Mir würde, glaube ich, jetzt alles schmecken. So, wir haben gerade die Bustour gemacht. Die war echt richtig schön, um so einen Überblick zu bekommen. Jetzt müssen wir was essen und wir wollen zur Waterfront gehen. Dann gibt es richtig viele Läden direkt am Hafen. Und jetzt fahren wir einem Traktor hinterher. Hier sind die Häuser so schön. Das ist alles Instagram-able. Ich stelle mir manchmal vor, hier zu wohnen. Dann sieht man so direkt aufs Meer. Dann kann man sich hier sonnen. Und alles ist so schön weiß und hell. Ich finde die Stadt so idyllisch und schön. Es ist einfach, man fühlt sich hier so wohl. Guten Morgen, es ist ein neuer Tag. Ich packe gerade meine Tasche, weil wir jetzt auf den Tafelberg gehen, fahren, steigen, wandern. Auf jeden Fall meine Sneaker an und ich bereue es, dass ich nicht mehr Sneaker mitgenommen habe, weil in Flipflops lässt es sich schlecht wandern, laufen, rennen, spazieren lange. Genau, also ich nehme mit externer Akku, ganz wichtig. Desinfektionsspray, mega wichtig. Was habe ich hier noch? Also genau, Tickets für die Bustour. Ah, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Thermalwasser. Das ist mein Outfit of the Day. Ich habe hier einfach so ein, was ist das hier, so ein Stück Top an. Shorts, richtig coolen Gürtel und Sneaker. Diese Schlange ist einfach nur krass. Ich bin jetzt eine halbe Stunde angestanden. Wir sind bald da.
Mir läuft schon der Schweiß runter und ich hatte vorhin hier Vogelkacke. Das war so eklig. Ja, ich krieg noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. So, wir laufen jetzt hier auf dem Berg herum und schaut mal, was für kleine süße Bibi. Keine Ahnung, was das für Tiere sind. Dessies? Ich kenne nur den englischen Begriff, weil ich den vorhin abgelesen habe. Schaut euch diese Aussicht an, das ist so Hammer. Die rennen weg. Die Bibis rennen weg. Hallo Maus. Hey. Hi. Bist du eine süße Maus? Hey, du Süße. Ciao. Oh, hi. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst jetzt vor diesem Weg. Was ist, wenn ich hier runterfalle? Dann habe ich bestimmt ein paar blaue Flecken mehr. So ist die Kamera. Hab's geschafft, ich habe diesen krass steilen Weg runter geschafft, ohne hinzufallen. Aber da waren so ein paar Engländer, die waren so nett, die haben gefragt, ob ich Hilfe brauche. Und ich meinte so, nein, ich bin nur ein bisschen ängstlich. Und der eine so, ja, solltest du auch, voll motiviert. Aber das war nett. Es ist ein neuer Tag und wir machen uns jetzt auf zur Safari-Tour. Ich muss nämlich gerade eben alle Fenster zumachen. Und ja, da übernachten wir. Und wir werden in einem... Okay, so. Ich sollte nicht Film reden, solange ich was damit mache. Und zwar werden wir in so einer Art Cottage schlafen, während wir in so einem Reservat sind. Dann können wir Tiere sehen. Ich freue mich schon voll drauf. So, jetzt für die Fahrt ein Birchermüsli mit Apfel. Nach 80. Und Cinnamon und Chia-Seed. Mmh, yummy. So, wir sind jetzt hier in dem Reservat angekommen. Und da hinten sind Pfauen. Wir machen auch gleich die Safari-Tour. Und ich zeige euch mal also ein paar Sachen hier. Achso, hier ist der Spa-Bereich irgendwie. Ich glaube, da gehen wir aber nicht hin. Hier sind so kleine Pfauen. Also, was heißt hier klein? Sind doch schon ziemlich groß. Hey, Pfau, was geht bei euch? Oh, guck mal, wie süß der da liegt. So richtig süß. Du bist bestimmt ein Mädchen und du bist ein Junge. Oh, da sind Antilopen, aber ich kann jetzt nicht so nah ranzoomen. Und da hinten waren vorne Elefanten. Oh doch, kann ich nah ranzoomen? Dort sind sie, Antilopen. Doch, da hinten, aber in der Kamera sieht man das nicht. Man sieht nur den Antilopen leider. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich wollte eh eine Roomtour machen. So, und zwar ist das jetzt unser Häuschen. So, ich gehe mal hier rein. Oh, hier kann man auch rumgehen. Nee, kann man doch nicht.
Und zwar ist das Bett so direkt am Fenster und es sieht so schön aus. Ich muss euch das mal zeigen. Und zwar, wenn man auf dem Bett liegt, kann man direkt auf das Reservat schauen. Das ist so schön. Hier sind zwei Sofas, Sitze, Sessel, so. Hier ist ein Kamin. Und da bin ich. Und hier gibt es auch noch zwei weitere Betten. Hier können theoretisch 4 Leute drin wohnen. Und hier ist eine Regendusche. Und zwar Dusche im Freien, richtig cool. Das habe ich gerade eben auch schon ausprobiert. Also ich habe nicht geduscht, aber ich habe das Wasser mal aufgemacht. Richtig cool. Kann man schön im Freien duschen. Das Bad ist eigentlich auch mega cool. Ist ein bisschen dunkel. So. Richtig schön. Hier sind die Waschbecken, Toilette und Dings, Badewanne. Und hier ist so alles so richtig cool aus. Steinen. So, Licht aus. So. Genau. Das ist so cool. Und jetzt will ich euch gleich die Elefanten zeigen, beziehungsweise will ich generell mal raus und die Tiere euch zeigen. Die sind so cool aus. Ich hoffe, ich kann so nah ranzoomen. Da, da sind die Elefanten. Zeit für die Safari. Ich habe mich jetzt auch umgezogen, weil es abends immer hier richtig kalt ist. Ich bin eine kleine Frostbeule. Ich brauche immer ganz viele warme Sachen zum Anziehen. Und gleich werden wir hoffentlich ein paar coole Tiere sehen. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Wir machen morgen 6.30 Uhr auch noch eine zweite Safari-Tour. Yay! Früh aufstehen. Bleibt hier, Bibis. Die einfach nur so stehen bleiben, finde ich lustig. Der liegt ganz friedlich. Guck mal, wie chill um ihr Leben. Nicht in die Augen gucken. Oh, guck mal, er sieht aus wie Ivy. Hey. Ich würde streicheln. Nilpferde von unserer Balkontür gefunden, aber es ist zu dunkel. Aber man sieht nichts. Aber man hört die. Guten Morgen, es ist 6.30 Uhr, 7 Uhr und die Sonne geht hinter uns auf. Wir machen die zweite Safari. Mal gucken, was es heute so für Tiere gibt. Oh, hast du gesehen, wie es gestolpert ist? Das ist richtig gestolpert. Hey, ja. Guten Morgen. Ich bin so gerade aus dem Bad gekommen und schaut mal, vor unserer Haustür sind Elefanten. Ich könnte den ganzen Tag beobachten. Komm, lass uns rausgehen. Let's go outside, shall we? Hey. Es sieht so weit weg aus, aber es ist so nur dran. Ich kann es nur noch mal betonen. Du siehst, wie die von den Sträuchern das Essen, das Gras die ganze Zeit. Oh, die müssen so viel essen, weil die so groß sind und nur Pflanzen futtern. Oh,
und die sind so süß. So, wir machen jetzt eine Quadbike-Tour. Mal gucken, wie es ist. Ich bin noch nie Quadbike gefahren. Und dann damit fahren wir durch die Savanne. Nein, Spaß, wir fahren nur durch den Park. Endlich zurück von der Quad-Tour. Ich muss euch ehrlich sagen, es war viel anstrengender, als ich gedacht habe. Erstens war ich zu leicht für das Gerät, denke ich mal, weil alle anderen, also ich war das einzige Mädchen bei der Tour von zwischen 8 Männern oder so. Und das Ding ist, es ist halt so schwierig. Also bei den anderen sah es so einfach aus und ich bin die ganze Zeit aus den Kurven geflogen. Das war so anstrengend. Ich habe aber es hat mega Spaß gemacht, aber ich musste so viel auf, also weiß ich nicht, Armkraft aufwenden, damit ich in den Kurven bleibe. Und am Ende, wo ich gelernt habe, wie man schaltet, dann ging das voll. Und ja, ansonsten muss ich sagen, dass ich danach super voll war mit Sand. Das war nämlich auch so ein Ding, wenn jemand vor dir gefahren ist. Sorry, ich wurde gerade von unserem Host unterbrochen. Wir sind gerade in so einem Airbnb und die ist so unglaublich nett. Die hat so viele Tipps und Restaurant-Tipps und generell macht sie alles für uns. Und sie sagt eigentlich im Grunde genommen, wo wir an welchem Tag wohin gehen sollen, müssten, sollten. Ja, und jetzt essen wir um 16.30 Uhr Mittag. Wisst ihr, wie ich zitter? Das ist so krass. Ich habe so Hunger. Ich bin schon richtig hangry. Thank you. So, es ist mein letzter Tag hier in Kapstadt. Ich würde den Vlog jetzt hier beenden, weil wir gleich uns losmachen zum Flughafen. Ich werde noch ein bisschen die Sonne genießen und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!